Alles klar, da sind wir wieder. Und ach du Scheiße, guck dich das überpowerte Team von ihm an. Okay, schauen wir mal, wie es läuft. Yo. Alter. Nicht schon wieder so ein Lag, Alter. Ach du Schande, was ist das für ein Lag, Alter? Ich kann so nicht spielen. Ja. Geil. Ja, versuch's halt. Näher zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich wurde ja gefragt, was ich für overpowerte, von overpowerten Teams halte und ob Sasuke overpowered ist, dann, naja. Der Sasuke ist überhaupt nicht overpowered, wie man hier sieht. Alter Sasuke, was machst du? Was spielst du hier für einen Scheiß? Ja. Ah, komm ey. Sag mal. Lass den Scheiß. Ich versuche was zu sagen. Aber der Scheiß lag und der Scheiß Typ. Ach, deswegen hat er Hahn dabei. Weil der diesen Sprint zum, das kann ich nicht reden. Diesen Scheiß, Sprintabwehr hat. Geil. Oh mein Gott, Alter. Ich kann nicht reden, weil ich mich konzentrieren muss. Und ich will reden, aber der Lag und das Spiel und... Boah, Alter! Jawohl, Lag auf meiner Seite. Boah, Alter, warum? Da muss dringend was passieren. Also so kann es nicht weitergehen mit dem Multiplayer. Oh, lass mich dieses Spiel gewinnen. Wenn ich dieses Spiel... Ich meine, guckt ihn euch an, er spielt richtig schlecht. Das Spiel verliere ich nur durch Lag. Ich meine... Ja. Sorry, dass ich jetzt nichts zum Thema sage, aber... Genau. Jetzt habe ich hoffentlich mal einen Moment Ruhe. Hoffe ich doch. Ja. Und zwar finde ich nicht, dass ein Charakter wie Sasuke wirklich overpowered ist. Er ist halt ziemlich stark und ziemlich overused, aber das ist nicht das, was ich als overpowered verstehe. Für mich ist es overpowered, wenn irgendein Charakter irgendwas kann oder irgendwas hat, was ihn wirklich unfair macht und nicht, was ihn stark macht. Und das ist ein klarer Unterschied, da muss man klar definieren. Ja. Wo war ich? Alter! Bruh! Bei Fuß! Genau. Und zwar gibt es so eine Handvoll Charaktere, die einfach unfair sind. Und zwar in dem Sinn... Egal, alles gut. Und zwar in dem Sinne, ein Charakter ist ausgeglichen, meiner Meinung nach zumindest, wenn er Vor- und Nachteile hat. Zum Beispiel, er ist schnell, aber macht dafür nicht so viel Schaden oder was weiß ich. Irgendwas halt. Aber es geht auch darum, natürlich muss man jeweils spielen, dass man seinen Charakter irgendwie ausgleicht. Das ist mir klar. Also, ja. Aber die Sache ist halt, wie leicht geht es? Wie zum Teufel konnte mich das treffen? Wie leicht kann man den Nachteil ausgleichen? Alter, er versucht's aber auch immer wieder, Junge! Und jetzt ist dieser Scheiß mit Hahn schon wieder. Oh, er kann blocken und dann muss er einfach nur noch... Warten, dass ich ihn andash. Was soll der Scheiß? Ja! Das ist so klar, Alter! Junge, du mit deinem Scheiß-Ulti-Spam! Geh mir nicht auf den Sack, Junge! Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Mit dem defensiven Support. Das finde ich überpowered, weil es keinerlei Nachteile bringt. Es bringt nur
100% Vorteile. Und das ist was, das darf es eigentlich nicht im Spiel geben. Ich hab es! Heile Welt. Heile Welt, es ist alles gut. Das macht jetzt zwar abnormal viel Schaden, aber es ist alles gut. Weil es geht einfach darum, was hat man für Nachteile? Oh, und natürlich bei mir trifft es nicht. Oh, hey, Junge, du gehst mir richtig auf den Sack. Na, stirb. Gut, wie gesagt, es geht eigentlich im Prinzip für mich nur darum, hat er Nachteile? Ist die Antwort nein, ist es overpowered. Das ist ganz einfach. Why? Why? Ich wette, ihr da draußen findet das bestimmt sau witzig, oder? Oh, toll, wir steigen einen Rang auf. Hat sich das Ganze ja gelohnt. Nicht. Weißt du was, scheiß drauf. Level 10 ist ultra risky für mich, aber wenn ich jetzt kein Geld verdiene, dann gebe ich auf. Dann gebe ich auf. Nice. Das kann doch wohl jetzt nicht euer fucking Ernst sein. Warum muss ich in dem Moment, wenn ich von overpowerten Charakteren rede, gerade auf den einen treffen? Ey, Lee ist... Oh, Lee ist so abnormal. Alter. Der ist einfach so abnormal schnell. Alter, was ist das? Wow. Jo, klar. Weißt du? Alter. Ja, okay, das war mein Fehler. Aber zumindest spielt er seine Subs gut runter, das... Jo. Hey. Okay. Ha? 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 Maybe? Maybe? Vielleicht? 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 Sieht's gut aus? Ich glaub's zwar nicht, aber... Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Okay, gut. Ja, klar. Aber natürlich. Oh, Mann. Stirb, Lee. Du Scheiß. Ja, natürlich. Das ist das. Guckt euch das an, Alter! Alter, die Kombos! Alter, Junge! Das ist das... Ihr wollt einen overpowerten Charakter? Bitteschön! Bitteschön! Guckt euch das an, Alter, wie schnell der ist! Wie schnell der läuft! Ey, der schlägt schneller zu als jeder andere Charakter! Alter! Hey, da... Was soll man da machen, Alter? Da kannst du nichts gegen machen, hey. Alter, es... Das ist so... Dankeschön. Ja, jetzt geht auch noch ins Erwachen nach was. Weißt du was, Junge, du... Ich hasse dich. Ja, er fischt mich einfach in der Luft. Warum auch nicht? Hey. Weißt du was, ist mir einfach so. Es ist mir so egal. Ja, gut. Was soll's? Ey, es ist mir so egal. Ich sag... Oh, Junge. Warum? Ich hasse es. Ich hasse es, gegen solche Leute zu spielen. Das sind... Man braucht keinerlei Skill, um mit solchen Charaktern zu gewinnen. Keinerlei Skill. Es reicht einfach, dass man einen Charakter hat und man hat automatisch einen so unglaublichen Vorteil. Das... Keine Chance. Hey, was ist das? Hey, ich dash in ihn rein, aber
Seine Combo kommt durch. Okay. Ich habe verloren. Das war uns allen klar, dass das früher oder später passieren würde. Aber warum? Einer möge mir erklären, warum, Lee? Oh, das ist ein sehr nettes Team, was du da hast. Wäre ich jetzt nicht so angepisst, könnten wir zwar wirklich eine Menge Spaß zusammen haben, Mr. Hiru, Sen, Saru, Tobi. Nein, im Ernst, fuck that, scheiß auf die Vergangenheit, Blick nach vorne richten. Wie Naruto unser Ninja-Weg gehen. Okay, wir werden es einfach das als dunklen Teil der Geschichte abstempeln und nie wieder ausgraben. Okay? Alles klar. Deal. Jo. Das ist so. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr genau wisst, dass ihr heute eigentlich nicht hättet aufstehen sollen? Das Gefühl habe ich gerade. Also, so richtig. Erst dieser scheiß Typ mit dem Lag, dann Lee. Obwohl, eigentlich, der Kampf hier geht eigentlich mit dem Lag. Ich darf ihn bloß nicht ins Awakening lassen. Dann ist alles gut. Dann ist die Welt für mich in Ordnung. Solange er es nicht schafft, Autsch. Okay, jetzt probiere ich mal Narutos anderes Jutsu aus, weil das ist ein normales Rasengan, Alter. Das ist nichts Spezielles. Ja, abgesehen von diesem Rad-Shuriken. Aber ja. Gut. Und ich weiß auch jetzt nicht, was ich zu diesem Thema weiter sagen soll, weil im Prinzip, ja, war das meine Meinung. Und ich meine, ich hasse es, also generell Yu-Gi-Oh! Oder Naruto oder whatever werdet ihr das bei mir nie sehen, wenn ich mal sowas hochlade oder sowas. Irgendwelchen Scheiß mit überpowerten Sachen, weil ich bin ein Mensch oder ich bin ein Mann der Ehre, sag ich mal so. Und zwar bei mir, wenn ich ein Spiel spiele, ja, dann steht bei mir der Spaß, sag ich mal. Oder was heißt Spaß? Ich will gewinnen natürlich, aber ich will nicht um jeden Preis gewinnen, wenn ihr das verstehen könnt. Das bedeutet, ich habe keinen Spaß an sowas. Mit solchen Charakteren, mit überpowerten Decks, mit auf irgendeine total unfaire und total langweilige Art und Weise zu gewinnen, das habe ich nicht kommen sehen. Der Support war gut. Das, ja, lasse ich dir. Okay. Trotzdem wirst du verlieren. Aber wie gesagt, das macht mir einfach keinen Spaß. Und ja, von mir aus, ne? Und dann verliere ich halt ein paar Mal bei Ranked. Ist mir egal. Dafür aber kann ich dann zu mir selber sagen, kann ich mir noch in den Spiegel schauen, sage ich mal so. Und nicht so richtig assi, weil ich kann auch solche Leute nicht leiden. Die einfach irgendwelche, ein einziges Detail, ein einziges, was richtig broken ist, und das benutzen sie dann. Und das benutzen sie dann auf richtig eklige Art und Weise, und das ist einfach, solche Leute hasse ich. Das ist einfach, so bin ich nicht. So kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Es ist so ein Moralhebel in mir, der mich daran hindert, so unfairen Scheiß zu benutzen. Das, naja. So, Getsu, ich mag dich, du bist ein cooler Typ, aber du musst hier leider sterben. Gut, schauen wir mal. Wir sind wieder auf 2000, yay, da waren wir ja noch nie. Geil. Das nächste Opfer bitte zur Schlachtbank. Haku, Hanzu, alles klar. Hast Hanzu? Madara,
Ich weiß nicht, ist das Ultimate immer noch so glitchy wie in Revolution? Ich hoffe nicht. Na, dann zeig mir doch mal, was du kannst. Jo, wow! Habt ihr es gesehen? Durchs Feuer durch, Alter. Was waren das für Pain Skills, Alter? Yo. Das Feuer trifft mich nicht. Wie konnte er seine Subs so schnell schon verbrauchen, Alter? Das ist ein neuer Rekord. Ich mag es, wenn du alles verbrauchst. Ja. Mach das bitte weiter. Mach das weiter. Das fände ich super. Komm. Mist. Orochimaru. Jo. Komm her, Tobi. Ah, Mist. Okay. No, keine Bälle. Na. Oh, shit. Okay. Tobi muss ich auch noch üben. Also mit diesem Troll-Tobi als Main-Character. Okay, shit, er ist weg. What? What? Okay, shit, er ist weg. Was war das denn? Alter, was? Hä? Wie habe ich das gemacht? Geht es? Ach du Scheiße. Okay, ich lass dich. Nein, ich lass dich nicht. Das Feuer trifft mich nicht. Na. Aber die Schlange. Oh shit, das war's. Stirb! Scheiße, Orochimaru. Nervst mich schon die ganze Zeit. Alles klar, gut. Das war jetzt kein schwerer Kampf, aber egal. Darf ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Aber ich glaube, ich sollte eigentlich aufhören, gegen Low Level zu spielen, weil das. Ich meine, das bringt nichts. Es bringt absolut gar nichts. So dumm es ist, ich muss gegen höhere Level spielen, weil sonst habe ich überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwann mal aufzusteigen. Und? Und? Bitte, 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 bitte. Danke Gott. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Solange wir wenigstens aufsteigen, ist das Geld völlig egal. Werden wir halt der ärmste Held der Welt. Na, das hat auch was. Yo! Ah, das ist alles, was du kannst. Komm, zeig mir, was du kannst. Ah! Ah! Scheiß Susano. Scheiß Susano. Ten Ten. Komm, komm, komm. Ach du Schande. Junge, du spielst schlecht, also. Oh shit, er hat überlebt. Er hat überlebt, wie konnte er überleben? Scheiße, Sanagi! Okay. Jetzt ist er tot. Oh, es sieht aus, als hätte Runde 2 begonnen. Mal schauen, ob du länger durchhältst als letzte Mal. Und die Antwort? Die Antwort ist nein! Oh je, ich brauche kein Byakugan, um zu sehen, was kommt. Och, hey, warum musste ich das? Okay, das wird der letzte Kampf für heute. Kakashi, Hanabi. 30 Kämpfe und schon 5 Rage Quits. Oh mein Gott. Ja, Kakashi. Und ich steige auf mit einem Sieg. Uff, super. Nein, ganz im Ernst. Es fuckt schon ein bisschen ab, wenn man umsonst den ganzen Scheiß durchsteht bei Ranked. Ich meine, bei Revolution hat man 10 bekommen. Das war so ein richtiger Tritt in den Arsch. Das ist wie wenn du zu einem Obdachlosen hingehst und ihm 1 Cent hinschmeißt. Ja, 1 Cent. Was will man mit einem Cent? Ach du Scheiße. Was will man damit machen? Nee. Das war genau so. Und jetzt ist es noch schlimmer. Jetzt kriegst du null. Gar nichts. Nada. Okay, warum sollten dann höhere Ränge überhaupt gegen Anfänger spielen? Ich meine, man kann nichts gewinnen dabei. Man kann dabei nichts gewinnen. Man kann nur verlieren und kein Spieler dieser Welt
wird dieses Risiko eingehen. Außer wahrscheinlich ein paar YouTuber, aber darum geht's jetzt nicht. Ich meine, was soll das? Und was sollte der Kimimaro, Alter? Als ob mich das treffen würde. Ja, sehr verzweifelt. Oh shit. Ja. Wie gesagt, das. Und vor allem, warum verdiene ich kein Geld? Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es vom Level her so beschränkt ist. Dass man irgendwie, keine Ahnung, nur bestimmtes Geld hat pro Level. Aber dann finde ich schon sehr unfair geregelt. Also, das bremst einen dann schon ziemlich aus. Und vor allem, warum? Ich meine, warum macht man das? Tobi gegen Tobi, was soll das? Drei Tobis auf dem Feld, wie kann das sein? Schattenklon for the win? Nein, aber mal. Aua. Mal im Ernst. Wo ist der Sinn? Irgendjemand möge mir den Sinn daran erklären. Ich meine, ich kann es nicht erkennen. Geiler Lag. Okay. Weil so langsam verliere ich nämlich auch die Geduld. War das so, dass ich jetzt aufsteige? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er aufsteigt oder ich. Geil! Toll! Glitchy! Aber egal, ich... Er hat nicht mehr viel, das schaffe ich. Das schaffe ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Dieser Typ schafft kein Comeback gegen mich. Keine Chance. Aber was ich noch sagen wollte. Wenn ich jetzt aufsteige, wenn ich derjenige von uns bin, der aufsteigt, dann hoffe ich doch, dass ich dann ab dem nächsten Level schon wieder Punkte kriege, weil sonst sehe ich einfach keine Motivation dran, weiterzuspielen. Was soll das? Ich meine, ich bin doch auch nur jemand, oder ich will doch einfach nur den hohen Rang erreichen, ja? Ich will einfach besser werden. Oh, sah gerade aus, als hätte mich automatisch zu Tobi geswitcht. Ich will einfach nur besser werden, gegen High Rank spielen und dann, ja, das ist doch alles, was ich will. Und wenn ich kein Geld verdiene, ja, dann ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Also das. Oh. Wow, 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 wow. Warum bricht eigentlich das Online ein? Und er hat aufgegeben. Oder gerage quittet. Ja, er hat gerage quittet. Ich meine, er hatte schon Rage Quits in seiner Statistik. Gut. Hat man gesehen, weil er übrigens, ja, für die es nicht wissen, man sieht, dass der Gegner Rage quittet, wenn er sich für knapp 5 Sekunden nicht bewegt. Okay, aber wenn ich jetzt im Rang aufsteige, dann müsste ich ja theoretisch schon das Geld kriegen, weil ich ja schon technisch gesehen im nächsten Level bin. Und? Okay, weg damit! Weg damit! Wir sind gehen dem Anführer. Gut, scheiß drauf. Okay, wisst ihr was? Dann gibt's eben erst ab dem nächsten Mal wieder Geld. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr für heute. Ich bin raus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Scheiß denkt, was ich gesagt habe. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Okay, shit, erst weg. What? What?